Okay, die Wahlen im Osten, also in Thüringen und Sachsen, waren aus Sicht einer vielfältigen, offenen Mehrheitsgesellschaft, die ein Problem mit offenen rechtsextremen Kräften in ihrer Mitte hat, unschön. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch sehr, sehr lustige Dinge gibt, über die man reden kann. Und eine Sache ist für mich trotz aller schlechter Nachrichten dennoch ein Grund zum Lachen. Björn Höcke, Landolf Fladig, ist trotz der großen Erfolge der AfD der absolute Loser des Tages. Und darüber müssten wir jetzt nochmal bitte wirklich kurz reden. Denn eben Landolf Fladig, wie Björn Höcke mit bürgerlichen Namen heißt, hatte vor der Wahl in Thüringen mega Schiss, dass seine Pläne zur Machtergreifung nicht aufgehen könnten. Und vor allem, dass seine persönliche Wahl nicht klappen könnte. Was wäre das auch für ein Bild? Der große Führer ohne eigenes Mandat. Dafür hatte Höcke sogar seinen Stammwahlkreis Eichsfeld aufgegeben, in dem er bisher immer gegen die CDU verloren hatte. Also zog Höcke in einen vermeintlichen AfD-Wahlkreis, in eine Hochburg, in den Wahlkreis Greiz 2. Obwohl Höcke halt keinerlei Bezug zu diesem Wahlkreis hatte, dort nicht lebt und generell... Es war eine durchschaubare Nummer und diente wirklich nur dazu, Höcke ein Mandat zu sichern. Weil die AfD und auch Höcke hatten mega Schiss vor dieser Wahl, dass eben zu viele Direktmandate vielleicht sogar den Einzug in den Landtag von Höcke in Gefahr bringen könnten. Warum? Weil einer Partei nur so viele Sitze zustehen, wie sie rechnerisch nach Zweitstimmen erringen konnte. Wenn aber zeitgleich sehr, sehr viele Parteigänger über die Wahlkreise als Direktmandate in den Landtag einziehen und kommen, dann reduziert sich die Anzahl der Listenmandate dementsprechend. Oder anders gesagt, wenn die AfD mehr Landkreise und damit Mandate gewinnt, als sie Zweitstimmen technisch haben dürfte, gäbe es halt keinen einzigen Listenmandatsträger. Und deswegen zog es Höcke weg vom Eichsfeld auf der Suche nach einem sicheren Direktmandat und verlor in Greiz 2 schon wieder gegen die CDU. Dieses Mal gegen Bildungspolitiker Christian Tischner. Bitter für das Ego eines Mannes, der seine eigene Wahlparty torpedierte, nachdem er die Presse nicht von der Veranstaltung wegklagen konnte. Und der sich halt vor einem Fernsehduell einfach mal weggeduckt hat, weil er sich nicht traute und eine Krankheit simuliert hat, die genau einen Abend angehalten hat. Und dann Wunderheilung. Und wisst ihr, diese Angst, dass Höcke nicht in den Landtag kommen könnte, die hat die AfD wirklich massiv umgetrieben. Wir haben unter anderem ja auch hier auf dem Kanal darüber gesprochen, dass der Landesverband zum Beispiel, der Landesvorstand in Thüringen unter Höcke einen Wahlvorschlag in Westthüringen nicht unterschrieben hat. Einfach nie unterschrieben hat. Und damit auf 2 mögliche Direktmandate einfach so verzichtet hat. Der Kreisverband und der Landesverband haben sich darüber richtig zerstritten und sogar deswegen verklagt. Am Ende brachte das Höcke-Lager jedoch mit so einer Verzögerungstaktik eben die Geschichte über die Frist und sorgte dafür, dass in einem Landkreis einfach keine AfD-Direktmandate existierten, niemand angetreten ist oder niemand antreten durfte. Man könnte sagen, Höcke hat da seine eigenen Leute wirklich zu einem unfreiwilligen Bauernopfer getrieben. Denn, wie fühlt ihr euch, wenn ich euch sage, dass Björn Höcke jetzt doch in den Landtag kommen wird, weil die AfD 30 Direktmandate gewonnen hat, per Zweitstimmen, jedoch 32 Plätze füllen darf? Damit dürfen Platz 1 und Platz 2 der Liste auch in den Landtag. Und Platz 1 der Liste ist, ja, Björn Höcke. Ich meine, es ist jetzt nur ein Gedankenspiel, aber hätte Höcke im Vorfeld da jetzt nicht 2 durchaus lokal gut vernetzte und beliebte Leute rasiert, wer weiß, wäre er, der jetzt für sich einfordert, Ministerpräsident zu werden, vielleicht ohne Mandat geblieben? Wer weiß. Aber allein, dass der Wessi Höcke da so viel im Vorfeld getrickst hat, und zeigt eigentlich nur, dass der Mann da in Thüringen gar nicht so beliebt ist, wie die AfD immer tut. Ne? Nun gut, Höcke wird zumindest einen kleinen Trost finden. Denn sein Gegenkandidat Mario Voigt von der CDU, der hat auch sein Direktmandat verpasst. Und hier knapp gegen Wiebke Mühsal von der AfD. Das ist fast schon karmisch, oder? Aber dennoch macht das in meinen Augen Björn Höcke ganz persönlich zum Loser dieser Wahl, auch wenn die AfD gewonnen hat. Wie seht ihr das? Bleibt untot, wollte ich euch nur kurz erzählen.